Hallo zusammen. Wir sind's. Jule. Und Roland. Eigentlich wollten wir uns ja erst wieder melden, wenn unser neues Wohnmobil da ist. Es ist leider natürlich noch nicht da. Es wäre zu schön gewesen, wenn es früher geliefert worden wäre, als wir gedacht haben. Das ist natürlich jetzt nicht so. Warum melden wir uns trotzdem? Ja, weil wir euch unsere neuen Mitfahrerin vorstellen wollten. Ein Hund aus Italien. Genau, wir haben uns wieder einen Hund zugelegt. Emma wiegt ungefähr 12 Kilo und soll ungefähr 4 Jahre alt sein. Haben wir nämlich aus dem Tierschutz. Man weiß von dem Hund leider nicht sehr viel. Außer, dass er aus sehr schlechter Haltung kam und am Anfang äußerst ängstlich war, sehr extrem aufgeregt. Panisch. Panisch kann man schon sagen. Bei jedem Geräusch, alles, wenn sich irgendwas bewegt hat. Ja, man weiß leider nicht, was diesen Tieren dort überall zugefügt wird. Und wir sind aber heilfroh, dass wir jetzt schon so weit haben. Ich werde dann gleich in ein paar Bilder sehen oder auch ein paar Videos, wo wir sie kurz vorstellen, dass man sie mittlerweile mit Sicherheit auch mit dem Wohnmobil mitnehmen kann. Ja, das hoffen wir. Wir haben fleißig dran gearbeitet und denken, dass mit dem Wohnmobil klappt dann auch noch. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, seht ihr hierzu ein paar Bilder. Die blenden wir euch jetzt ein. So, das war unsere Emma. Schaut ein bisschen aus wie ein Fuchs, gell? Ja, ist auch eine ganz, ganz liebe. Also sie stellt überhaupt nichts an und bleibt alleine zu Hause. Das ist der große Vorteil, dass sie wirklich auch mit Hunden gut sozialisiert ist. Und das mit der Panik, das haben wir auch schon langsam im Griff. Ihr habt ja gesehen, sie bewegt sich bei uns schon ziemlich normal und macht uns wirklich Freude und ist schon immer sehr freudig, wenn wir nach Hause kommen. Ja, jetzt müssen wir sie noch in den Rucksack packen, nicht erschrecken. Ja. Also keine Angst, wir wollen sie nicht im Rucksack verstecken. Nein, wir hatten am Anfang gedacht, okay, jetzt haben wir die E-Bikes, da sind wir viel damit unterwegs. Du kannst den Hund ja nicht 40, 50 Kilometer neben dem E-Bike herjagen. Dafür haben wir uns dann einen Rucksack gekauft, in der weisen Voraussicht, dass der Hund 12 Kilo wiegt und der Rucksack dafür geeignet ist, was auch ginge, wenn wir die Luna da reinbekommen. Die Luna heißt Emma. Ja, die Emma. Luna war übrigens unser alter Hund, unser Labrador. Vorher. Genau. Nein, die Emma. Ich habe mir gedacht, okay, 12 Kilo am Rücken ist kein Problem, nehme ich mit dem Fahrrad mit. War ja lang genug auch bei der Bundeswehr, habe immer Rucksäcke rumschleppen müssen. Nur, was wir natürlich nicht bedacht haben, momentan wollen wir sie gar nicht quälen da rein, weil wenn die den Rucksack nur sieht, dann kriegt sie schon Panik. Ja. Und haben jetzt wohl auch festgestellt, dass das jetzt nicht so unbedingt die gute Idee ist, sondern dass es wohl besser wäre, wenn wir uns ein Fahrrad mit einem Fahrradanhänger, genau. Da auch gleich die Frage an euch, wenn da jemand gute Erfahrungen gemacht hat, uns vielleicht sogar ein Modell nennen kann, am liebsten natürlich eins, was man klappen kann. Faltbar, zusammenklappbar, nicht so schwer. Damit es nicht so viel Platz im Wohnmobil
wegnimmt. Und das ist jetzt die Idee, was wir dann tun wollen. Wobei es jetzt auch, wir haben schon gemerkt, dadurch, dass die Emma also tatsächlich auch alleine bleibt, kann man sie gut und gern auch nur im Wohnmobil lassen. Vielleicht nicht gerade im Süden, wo es immer richtig rappelheiß ist. Aber da wir die erste Tour ja eh nach Norwegen machen wollen und da die Fahrräder wahrscheinlich gar nicht dabei haben. Na gut, okay, das seht ihr also, das ist so unsere Planung, was die Emma betrifft. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein anderes Thema anschneiden. Was heißt Thema anschneiden? Wir sind hoch erfreut. Vielen, vielen lieben Dank für eure netten Kommentare, ja, für die vielen Klicks, die wir bekommen haben. Und die vielen Abos. Die vielen Abos, die wir schon haben. Also wir sind da echt und erstaunt. Auch die Kommentare, dass wir festgestellt haben, es gibt ganz viele, denen es so ging wie uns, die einfach ins kalte Wasser gesprungen sind und damit losgelegt haben, ja, und die begeistert sind, denen es gefallen hat. Und ja, das lag uns jetzt schon am Herzen, euch zu danken. Allerdings, die meisten haben dann eine Frage. Komischerweise alle die gleiche oder ziemlich die gleiche. Die fragen alle nach unserem neuen Wohnmobil, was es denn jetzt wird. Ja, das wollen wir noch nicht verraten. Das seht ihr ja dann, wenn wir es abholen. Also haben wir ja versprochen, machen wir ein Video vom Abholen und dann machen wir selbstverständlich dann auch eine Roomtour, dass sie da ausführlich, was für ein Wohnmobil das wir haben. Was wir euch jetzt noch zeigen wollen, ist das, was wir hoffentlich dann alles ins Wohnmobil reinbringen. Wir haben da so unsere Rumpelkammer, unser Zimmer, unser Wohnmobilzimmer. Da führen wir euch jetzt dann gleich mal durch, dass ihr seht, was wir alles schon angesammelt haben. Ja, das hat sich so entwickelt, weil eigentlich war ja gedacht, dass das Wohnmobil schneller kommt. Also wir hatten ja im März, manchmal schon im Januar hätten wir es schon bekommen, aber da ist dann ein Fehler unterlaufen, das wisst ihr ja alles schon. Und dann haben wir gedacht, okay, das bisschen aus dem alten Wohnmobil, das stellen wir unten ins Büro. Da ist ein Zimmer frei gewesen, unser Lager. Da passt das rein. Ja, und jetzt gehen wir mal runter und zeigen euch das. Und erzählen dann noch ein bisschen was dazu. Bis gleich. Ja, jetzt läuft's. So, hallo, da sind wir wieder. Und hinter uns seht ihr schon, ja, so ein richtiges Lager. Also der Schrank soll nicht ins Wohnmobil. Super, also da, ja. Voilà. Gut, also da seht ihr unser ganzes Sammelsurium. Teilweise haben wir es natürlich im alten Wohnmobil schon drin gehabt. Riesenequipment. Ja. Das ist zum Beispiel unsere Kaffeemaschine. Wir haben uns eingebildet, wir machen eine Kaffeemaschine rein. Was der Nachteil jetzt schon wieder ist, ich muss am Dienstag nochmal wieder beim Wohnmobilhändler anrufen, weil die Kaffeemaschine hat 1200 Watt. Der Wechselrichter hat leider nur 1000. Also, ihr seht schon, manchmal sprechen wir nicht miteinander. Das ist dann in dem Fall blöd nach hinten losgegangen. Sie hat eine Kaffeemaschine bestellt. Ich habe dann irgendwann die Gebrauchsanleitung daraus genommen und habe gedacht, okay, alles klar. Also brauchen wir einen größeren Wechselrichter. Ihr merkt schon, je länger das dauert mit dem Wohnmobil, desto schlimmer wird das. Entweder tut er was nachordern oder ich kaufe irgendwas, wo ich denke, das brauchen wir unbedingt noch. Also wir haben jetzt auch schon ein zweites Solarpanel und eine Lithiumbatterie. Ja, ist aber auch. Und innen haben wir jetzt, also wie man hier sieht, 1000 Utensilien gekauft. Ja, das hat man zum Beispiel beim alten nicht, ein Hammer. Ja, ein Hammer. Da muss man mal ausleihen. Die Kleinigkeiten. Hier Geschirr in allen Varianten, Schüsseln, Töpfe, ja, ein Hocker. Ja, wie das halt so ist. Da hinten stehen unsere Stand-Up-Paddles. Dann haben wir hier, ja, die Gartenmöbel sozusagen. Kabel. Die Kabel. Das Schild für Spanien und sonst wohin. Unsere E-Bikes natürlich, die hier Platz gefunden haben. Ja, die Bücher zum Fernsehcard. Genau. Haben wir letztes Jahr auch schon genutzt. Funktioniert wunderbar. Und ja, und hier haben wir dann noch so unser wichtigstes Equipment mittlerweile. Das sind so die Länder, wo wir dann in den nächsten 5, 6, 7, 10 Jahren hinreisen wollen. In Europa. So. Mal schauen, wie weit wir kommen. Genau. Jo, gut. Jetzt drehen wir uns mal wieder beide rein, oder? Genau. Also das muss ich noch üben. Ja, auch das kriegen wir noch hin. Da ist der Kopf mit drauf.
Ihr seht, wir freuen uns. Wir sind, gute Hoffnung, ihr jetzt fast gesagt. Um Gottes Willen. Wir sind schwer begeistert. Ja. Schreibt uns was in die Kommentare. Dann auch mit dem faltbaren Fahrradanhänger. Das wäre wirklich super, wenn einer eine Idee hat. Wenn es euch gefallen hat, dann genau. Gerne wieder einen Daumen nach oben. Und über Abos freuen wir uns natürlich auch. Immer. Und beim nächsten Mal dann mit... Hoffentlich mit... neuen Hugo. Genau. Zumindest mal dem Kfz-Kennzeichen. Bis dahin wünschen wir euch allen, die ihr schon unterwegs seid, viel Spaß, schöne Urlaube, schöne Zeit und kommt alle gesund nach Hause. Schöne Pfingsten. Tschüss. Genau. Tschüss. Und gleich wieder der Postbote. Ein italienischen Mafia-Hund. Klappe.